Du, wir stehen jetzt davor bei dem Lidl. Wo ist denn das genau? Wir suchen einen kleinen, breiten Jungen. Bitte bei der Rezeption melden. Hattest du nicht mal gesucht? Der steht einfach nur dumm in der Gegend rum. Der ist ein Gauner. Schau, der hat die ganze Zeit im Auto gewartet. Jetzt holt er sich erst ein Ticket. Der weiß auch, wie das Leben funktioniert. Wie waren, Mann? Also so sieht das aus, wenn Bodybuilder einen Parkschein lösen wollen, oder? Zu dritt schaffen wir es nicht, Mann. Wir haben ja noch 3 Stunden Zeit. Dann halt nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit Ingo Beine zu trainieren, sage ich doch nicht nein. Das klingt aber irgendwie noch anders. Die Kamera war doch nicht an. Findest du das Studio nicht? Nee, ich finde es nicht. Yes, kein Beintraining. Lass uns essen gehen. Over a period of time, you know, all these guys are going to be great. Aber die Beine, was ist mit denen los? Also, die haben eine eigene Postleitzahl. Also an die Top 2 von den ganzen Männerklassen. Ich gebe einen Tipp jetzt schon ab, Top 5. Jetzt haben wir raus. Urs, glaube ich, wird schwer zu schlagen sein. Wunderschönen guten Morgen hier aus Prag. Wir haben gut geschlafen, zu kurz und Fabio noch kürzer als ich. Jetzt gibt es meine Supplements hier und mein Flexagen. Wie jeden Morgen habe ich natürlich mit am Start. Danach geht es jetzt gleich, treffen wir uns mit AM. Wir trainieren Beine. AM wollte unbedingt Beine trainieren. Ich denke mal, er wird es auf jeden Fall bereuen später. Werdet ihr sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben beide bestimmt 5 oder 6 Wochen keine Beine trainiert. Richtiger Selbstmord. Komm her, Junge. Ich drücke, ich schwör's dich. Du kriegst was. Jo. Aber wir schauen dann, ob wir später auf dem Pro Qualifier, der dann stattfindet, noch ein bisschen stehen können, uns ein bisschen bewegen können. Da schauen wir, wer die ganzen Profikarten gewinnt, wer dann morgen mit den dicken Jungs und den dicken Mädels auf der Bühne steht. Wir nehmen euch mit. Lecker. Sehr gut. Wisst wie immer, mit ingo.de bestellen, sonst funktioniert es nicht. Jetzt geht's ins Gym, wir treffen gleich in AM. Wie immer irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir wieder zu spät. Es tut mir nochmal leid, AM. Er wartet schon und dann werden jetzt schön Beine auseinandergenommen. Ja, wir haben noch 6 Minuten und wir beeilen uns jetzt. Hallo. Na du? Du, wir stehen jetzt davor bei dem Lidl. Wo ist denn das genau? Lidl bei dir? Ja, genau, bei dem Lidl. Alles klar, okay, bis gleich. Sehr gut. Wir suchen einen kleinen, breiten Jungen. Bitte bei der Rezeption melden. Wo ist er denn? Also normal, er hat gesagt, er sieht uns schon, aber ich sehe keinen rumrennen. Hey, da ist er, schau. Ah, das hattest du nicht mal gesucht? Der steht einfach nur dumm in der Gegend rum. Was machst du, ey? Der ist ein Gauner, schau, der hat die ganze Zeit im Auto gewartet und jetzt holt er sich erst ein Ticket. Der weiß auch, wie das Leben funktioniert. Was ist das denn? Das geht. Ich glaube, ich werde so viel Post bekommen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die das per Post schicken. Ich habe mitbekommen, dass man so einen Kralle oder wie auch immer das heißt bekommt. Habe ich noch nicht bekommen, aber ich glaube, das wird nicht gut enden. Wie war denn, Mann? Ah ja. Also so sieht das aus, wenn Bodybuilder einen Parkschein lösen wollen, oder? Zu dritt schaffen wir es nicht, Mann. Na ja, gut, aber wir haben ja noch 3 Stunden Zeit. Wir wollten sowieso nicht trainieren. Dann halt nicht. No risk, no fun. Genau. Wenn mein Auto abgeschleppt wird, ja, dann haben wir gesunde Beine. Das stimmt, nach Deutschland. Kind und Frau oben drauf. Genau. Achso, danke dir. Für mich ist das eh zu spät. Ich fühle mich jetzt schon krank. Aber. Immer Desinfektionsmittel für alle. Ja, wahre Liebe. Ich kann das verteilen. Wahre Liebe hier. Ja, klar, natürlich. Ich habe eine Flasche für euch beide geholt und eine für mich. Das war halbherzig, glaube ich, am Ende. Ein Versuch ist es wert. Findest du das Studio nicht? Nee, ich finde es nicht. Yes, kein Beintraining. Lass uns essen gehen. Hey, wir stehen ja normal, stehen wir genau davor, Mann. Wir sind genau hier. Schau, ich bin eigentlich bescheuert, Mann. Wir gehen zu Lidl jetzt trainieren. Ich habe jetzt seit 2 Wochen keine Beine trainiert. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit Ingo Beine zu trainieren, sage ich doch nicht nein. Das klang aber eben noch anders. Wann eben? Klang es anders?
Die Kamera war doch nicht an. Findest du das Studio nicht? Nee, ich finde es nicht. Yes, kein Beintraining. Lass uns essen gehen. Welcome im Max Fitness. Also wir haben uns auf jeden Fall die beste Zeit rausgesucht. Das ist voller als in der Thunfischdose, aber ja, wir machen das Beste auf jeden Fall draus, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein cooles Studio. Wir durften tatsächlich auch umsonst trainieren, weil das von der Show so irgendwie vorgegeben wurde. Vielleicht habt ihr euch einfach nur als Athleten ausgegeben. Sind wir das nicht? Hör auf jetzt. Mit was wollen wir anfangen? Ein bisschen warm machen und dann Beinstrecker, hätte ich jetzt mal gesagt. Meister, okay, genau. Ich hätte ein bisschen, ich habe 5 Minuten oder so Fahrrad gemacht, damit ein bisschen alles warm ist und dann locker mit Beinstrecker angefangen, damit alles so ein bisschen mal geschmiert ist und dann gehen wir Vollgas. Let's go. Das Studio ist sehr sauber. Ich arbeite seit Ewigkeiten im Fitnessstudio und das erste, was mir einfällt, die Sauberkeit des Studios. Und das ist ein sehr sauberes Studio. Und dafür, dass so viele Leute da sind, ja, sind ja auch Hantelscheiben weggeräumt und so. Das muss man erstmal schaffen, ja. Ja. Was gibt's bei euch? Booster. Hier haben wir Redweiler als Shots. Ja, das sind beide die gleichen. Und jedes Mal, wenn der Geschmack schmeckt, merke ich, okay, oder ich weiß, okay, jetzt geht's ins Training. Gegen Mundgeruch auch. Ja, dann haben wir gleich einen frischen Atem. Perfekt. Können wir uns danach noch küssen? Ich schätze, es ist mir egal hier. Das geht, Maschine. Alles klar? Aus. Na, wie geht's dir? Ja, alles gut. Ja, euch auch? Ja. Na, Fabio. Alles gut? Ja, alles gut. Jetzt war durchgekommen hier. Aber erst zweimal Mahlzeiten. Vier kommen. Ja. Vier kommen noch. Plus. Open. Mal schauen. Sehr gut. Lass mal Oberkörper alles durchpumpen, ja? Ja. Muskeln bewegen, ein bisschen Blut reinbringen, ja? Genau. Perfekt, ja. Waren auch nochmal, waren müssen auch. Ja. Sehr gut. Schön, und ihr macht auch selber Training? Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen Beine, aber. Genau. Ein bisschen Beine, aber wir haben jetzt ein bisschen straffen Zeitplan. Wir wollen später noch ein Pro-Qualifier, die Finale auf jeden Fall anschauen. Ja. Mal sehen, wer der Profi wird und neben dir morgen vielleicht steht, ne? Kann man schon sagen. Also, das wird ein hartes Battle, sag ich dir gleich. Der Tscheche, ne? Ich kann den Namen nicht sagen, ich habe nur ein Video gesehen. Wir schreiben regelmäßig, aber ich kann mir diesen Namen mal nicht merken. Der ist wunderschön, auch von der Linie, genau, auch richtig dicke, genau, Beine. Richtig. Also, dicke Schultern, schöne Taille. Ich bin gespannt, was sie sehen wollen, ne? Weil der Schwarze ist natürlich ein Freak, aber einfach zusammengewürfelt. So. Also nicht schön, ja? Nicht schön auswendig. Es ist scheiße, dass man nur auf diese eine Sache dann guckt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Bauchnabelbruch hat und einen wunderschönen Körper hat. Trotzdem guckt man irgendwie, das Erste, was man sieht, oder ich zumindest, ist dieser Bauchnabelbruch. Oder wenn man ein bisschen Gyno hat. Sieht auch irgendwie scheiße aus, egal wie schön die Form ist. Ja, besteht halt zu 50% aus Hals und Nacken, ne? Also ja, keine Ahnung, ob das... Ja, und kurz, das ist aber ja. Aber ich bin halt auch wieder nicht tief, ja? Ja, genau. Nur massig. Ja, mal schauen, was ihr sehen wollt. Ich bin sehr gespannt. Ja? Ja, ich bin auch gespannt. Viel Spaß euch. Viel Erfolg. Ja, wir sehen uns später, ne? Auf jeden Fall. Glaube ja. Was hast du gerade gesagt? Das bezieht sich hier, diese Skalierung, immer auf die Penislänge, deswegen immer ganz nach unten einstellen. Immer XL. Immer das Größte, was geht. Der Mann ist, wie sagt man das auf Deutsch? Bescheuert. Die Schraube lösen oder so, weg. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gestern oder heute sogar die ganze Zeit gar keinen Bock auf das Training. Aber jetzt, wie wir uns aufgewärmt haben und ich sehe, dass er angefangen hat, ich habe richtig Bock. Ich trainiere normalerweise sehr leicht und mache viele Wiederholungen. Heute mache ich das, was Ingo macht. Ich meinte das gerade wirklich ernst, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Ingo zu trainieren, Beine zu trainieren, dann mache ich das natürlich gerne. Das erste Mal habe ich ihn 2018 auf der Deutschen Meisterschaft gesehen und ich dachte mir, leg mich nochmal für Beine. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit ihm mal zu trainieren nach den ganzen Jahren. Mal schauen, ob es ihm danach auch noch so viel Spaß macht, wenn wir in einer Dreiviertelstunde rausgehen, was er dann sagt. Aber was mir ganz gut gefällt, was er macht, sehr weit hochgehen. Ich sehe bei vielen Leuten, die machen so, die stoppen kurz bevor das Bein ganz überstreckt ist, aber du musst so weit hochgehen, wie es geht, weil dann hast du die maximale Kontraktion. Du bist ja beim Trizeps, machst du auch nicht so und hörst hier auf, sondern du überstreckst einmal richtig krass und gehst in die Kontraktion, schöne Dehnung mitnehmen und wieder eine Kontraktion. Quadrizeps hat ja genau die gleiche Funktion wie ein Trizeps am Arm. Deswegen, ja, richtig schwer geht er nicht, ne? Alles drauf, was geht. Let's go. Eins. Komm schon. 8,
Guck mal, riesig. Zwei. Stell dir vor, du hast jetzt angefangen. Komm, lass anfangen. Weiter, 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 weiter. Gas. Ja, Mann. Komm, 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 komm. Hoch damit. Komm, 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 komm. Jetzt gehen wir direkt zum nächsten Gerät. Hast du den Satz schon gemacht, ey? Ja, ja, davor. Jo, ganz hoch, genau. Jo. Stark. Aufgeflammt. Jo, so schaut's gut aus. Jetzt zählt's. Jetzt kommen die Wichtigen, komm, auf geht's. Komm, höher, höher. Mehr, ey, mehr. Da ist so viel mehr drin, komm, auf geht's. Let's go, dicke Beine. Ah, fuck. Ja. Der war gut, der Satz. Schlecht, schlechtes Training für Train and Talk. Jeder nur so. Fuck, man. Gar nicht so trainiere ich normalerweise, aber es ist immer gut, was Neues zu machen. Wenn ich mit egal wem trainiere, mache ich das, was die Person macht. Weil ich mir denke, wenn ich hier mal mein Training mache, macht es keinen Sinn, mit neuen Leuten zu trainieren. Außer wenn ich mit jemandem dann regelmäßig trainiere, ist was anderes natürlich. Aber wenn das eine einmalige Sache oder zwei, dreimal sind, dann mache ich das Training von einer anderen Person. Wo man denkt, man weiß schon alles, man kann schon alles, dann bleibt man 100% stehen, man wird keinen Fortschritt mehr machen. Es ist immer wichtig, einfach neue Ideen, neue Erfahrungen zuzulassen und niemals zu denken, man weiß schon alles, weil genau dann machst du keinen Progress mehr. Ne? Jetzt erzähle ich auch gleich, wie der nächste Satz ausschaut. Wir gehen jetzt so auf 70% vom Gewicht. Dann wird, mal, ich fange wieder an, zwei Wiederholungen selber, bei der dritten gehe ich hoch. Und du drückst mich runter. Ich versuch so hart gegenzuhalten, wie es geht, ne? Mehr! Was ist mehr, Alter? Mehr! Ja. Junge, ich drück, ich schwör's dir. Ich mach Pause danach. Irgendwann lässt du los. Ich mach wieder zwei alleine. Bei der dritten bleib ich oben. Du drückst mich wieder so weit runter, wie es geht. So lang, bis Feierabend ist. So kriegt man gute vordere Beine. Das ist das Geheimnis. Aber kann man halt nur machen mit Trainingspartner, aber ist eine richtig geile Variante, ja. Eins, zwei, und komm, und. Mehr. Was ist mehr, Alter? Und jetzt, komm. Komm, mehr. Ja. Junge, ich drück, ich schwör's dir, ich drück mir mein ganzes Gewicht. Zwei. Ich mach Pause danach. Boah, ich merke halt, dass ich lange nicht mehr trainiert habe, dass irgendwann ist einfach so ein Todpunkt, wo du mal hättest voll lang weitermachen können, aber jetzt irgendwie so Schalter raus und Körper mag nicht mehr. Also so viel Kraft geht nicht, heftig. Jo, hi. Ganz hoch. Alles ist eben. Mehr. Ja. Sehr schön. Boah. Jetzt zählt's, komm. Kämpfen. Kämpfen. Jawohl. Dicke Beine, komm. Jawohl. Auf geht's, ey. Mehr, mehr. Hoch, hoch. Ja. Jetzt zählt's. Jetzt wächst was. Jo. Alter. Was ganz anders, was ganz Neues. Und wie gesagt, ich versuche immer was mitzunehmen. Das kann man ab und zu probieren. Schauen wir mal, was als nächstes ansteht, weil irgendwie schaut alles so aus, als wäre alles belegt, aber
Irgendwas finden wir, irgendwas. Oh, schade, dann gib mir irgendwas Schönes, Lustiges. Eine Bizepsübung, braucht ihr noch einer? Eine Beinübung kannst du empfehlen für die Jungs. Auf jeden Fall nicht den Scheißer. Guck dir das mal an, ey. Ich finde, wenn du einen hohen Stand hast, einen breiten Stand und nicht ganz auslockst, ich liebe die Maschine. Ne? Du musst auch nicht viel Gewicht machen. Ich finde, ich habe da richtig gute Kontraktionen bekommen, aber es ist bei jedem unterschiedlich. Ich liebe sie auf jeden Fall. Ich war nie klar. So. Ja? Aber kann auch sein, dass ich einfach nicht trainieren kann. So. Kann auch sein. Das größte Handtuch der Welt. Deswegen, ich bin nur so riesig. Das Handtuch ist normal groß, 2 Meter groß, aber ich bin 14 Meter groß. Deswegen ist ein ganz normales Handtuch. Lasst euch nicht beirren. Er hat gerade irgendwas von der Länge da erwähnt. Ich glaube, das hat mit der Länge zu tun. So, hi guys. We're here with the legend, Kevin O'Roney. I think everybody knows him. And you're just here for the Prague Pro? Yeah, the Prague Pro, man. Gonna be an interesting show. I think he's got like a lot of competitors. I think it's one of the biggest shows, except the Arnolds at the Olympia, in Europe especially. I think Samson Dowler, the third from the Olympia, is here, and a lot of great guys. Yeah, and I think, you know, after, since the Olympia was, what, 2 weeks ago? Yeah, 2 weeks. A lot of guys are going to be in shape. So yeah, I think that's what makes the Prague Pro Show so special. Yeah. Because the guys are coming. You're catching them in shape, yeah. You know what I mean? And it's going to be interesting, see what happens. And of course, for the German fans, what do you think about Urs? I mean, you know, it's, I think everybody has a great chance, you know? Mm-hmm. And I say that because I remember when I first saw Ryan and Coleman, I was competing. Next thing you know, it just kept getting bigger and better. So I think over a period of time, you know, all these guys are going to be great. Awesome. Yeah, man. Thank you very much for your time, yeah. Thanks, bro. Appreciate it. Yo, jetzt schauen wir mal, was noch geht. Meine Beine fühlen sich an wie kleine Betonklötze, aber ey, macht jetzt den ersten Satz. Wir quälen ihn jetzt ein bisschen und dann geben wir noch Vollgas. Der Arsch geht irgendwie ab die ganze Zeit. Ich stelle mir mal vor für mich selber, dass ich nicht drücke, sondern einen Beinstrecker mache, dass ich meine Beine einfach so quasi wie beim Beinstrecker nach vorne drücke. Das ist wirklich richtig geil hier zu sein, jetzt nicht nur im Studio, so viele Menschen zu treffen, die die gleiche Leidenschaft wie du haben und Legenden zu treffen. Gerade hat er das Glück, mit Kevin Livron zu reden. Besonders jetzt in der Phase, die ich jetzt habe, in der ich jetzt bin, tut das so gut. Das holt mich irgendwie wieder rein und ich habe richtig Bock. Ich freue mich auf das nächste Jahr, ich freue mich darauf, wenn das alles bei mir wieder losgeht. Und wenn ich wieder auf der Bühne stehen kann. Dann begleite ich AM hier, da bin ich Betreuer, nehme AM mit und dann machen wir nochmal einen geilen Content mit AM als Athlet. Habe ich Bock drauf. Ich muss sagen, es ist so angenehm mit den beiden Jungs hier, Fabi hinter der Kamera und Ingo, das macht richtig Spaß. Das ist für mich hier wie Urlaub gerade. Jetzt schlagen gerade so zwei Herzen in der Brust. Sein Herz, wenn ich normal trainieren würde, für mich, wenn ich Wettkämpfe mache, würde ich sagen, ich mache es auf jeden Fall viel, viel schwerer und noch viel intensiver. Als andere Herz sagt so, okay, du hast ja vorgenommen, nicht mehr so krass Beine zu trainieren. Dann denke ich mir so, warum quäle ich mich jetzt? Ne? Aber irgendwie so, weiß ich nicht genau, was ich jetzt machen soll. Aber im Prinzip war es jetzt viel zu leicht gerade eben. Ich würde es ein bisschen schwerer machen und dann nochmal so, wie es lustig ist. So. Was ich jedem empfehlen kann, wenn er mal dicke Beine haben will und nicht so dicke Adduktoren oder sonst was, schön enger Stand nehmen. Dann sind auf jeden Fall die Quads nochmal mehr involviert. Du kannst nicht so schwer das Gewicht benutzen, aber die Quads sind nochmal viel dominanter. Kleines bisschen dicke wird. Ich sehe Beuger, Arsch, ein kleines bisschen Haut, noch ein bisschen Wasser. Aber ansonsten, das ist halt krank. Was du in den 2 Jahren geschafft hast, ich habe es jetzt gestern schon gesagt, einfach brutal. Was du an Brust, Schultern mitbringst, Arme. Klar, dann Marco ein bisschen Beine, dann müsste bis nächstes Jahr
noch ein bisschen was drauf, aber geisteskrankes Paket und brauchst dich 0% verstecken, ja? Wirklich. Ich habe Selbstvertrauen. Vor allem, weil man sich selber ja nicht so sieht, ne? Man sieht gestern zum Beispiel beim Meeting die ganzen dicken Jungs. Ja, du bist einer von denen, vergiss es nicht. Das ist jetzt dazu, wollte ich auch gerade sagen. Das ist bei mir noch nicht angekommen. Ja. Das ist einfach noch nicht angekommen, weil vor anderthalb Jahren warst du noch, ich muss unter 90 Kilo, 88 Kilo eingewogen. Und jetzt ist einfach Gewicht scheißegal. Ja. Wir hatten schon 100 Kilo, in Mailand hatten wir 98 Kilo. Mhm. Dann hatten wir wieder 105, gestern hatten wir 110. Das okay. Ist. Auf was plant ihr morgen so ungefähr? Was denkst du? 105. 105, also über Nacht noch gut was rausgeht, ne? Glaube ich, ist gut. 110 und morgen früh 104. Also 104, 105 auf die Bühne wieder. Ja. Das wird ein sehr, sehr gutes Paket, ne? Wo schätzt du dich jetzt gegenüber den Deutschen ein? Mal Real Talk. Wo schätzt du dich eigentlich gegen den Deutschen ein? Das kann ich dir echt überhaupt nicht sagen, weil ich habe gestern Kevin gesehen, der ist super trocken. Mhm. Linientechnisch würde ich sagen, bin ich außer Roman schon der die meiste Linie mitbringt. Mhm. Und den meisten X-Frame. Aber ich kann da gar nicht sagen. Anton ist ein Riesenvieh. Ja. Ja, wenn er vor mir steht, da denke ich mir, wow. Licht geht aus so. Der ist nochmal ein Stückchen größer auch wie du, gell? Ja. Das macht nochmal so einen imposanten Eindruck, wie es dann wieder auf der Bühne ausschaut, wie was anderes. Ja. Es ist ein mega geiler Fight, ne? Also ich denke natürlich, ist wahrscheinlich Roman als Deutscher Erster gesetzt und danach ihr drei, da kann man jetzt würfeln, ne? Ja. Auf was haben die Judges Bock? Wer bringt die Form am Tag X? Ja. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Es wird mega spannend. Als Zuschauer sage ich, mega spannend. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, richtig cool. Das Schöne ist, die 9 hat Samson Dauder, die 10 habe ich. Und die 11 hat Roman. Das wäre eine also, Ewigkeit. Die kannst du deinen Kindern noch zeigen, Mann. Ohne Witz. Geiler Scheiß, ja. Ich schwör's dir, genieß es, weil das ist das, was am Schluss bleibt. Diese kleinen Momente mit den coolen Leuten um sie herum. Einfach so. Ja. Weil die Form ist so vergänglich und die Zeit auf der Bühne ist so schnell vorbei. Aber die Leute drumherum, die ganzen Erlebnisse. Einmal hinsetzen, das Ganze aufsaugen, wie man es hier ist mit allen Leuten, die du drumherum hast. Ich glaube, das zählt am Schluss, ja. Dank Andrea bin ich hier auch wieder voll fit. Weil gestern war so gut wie Game Over oder vorgestern. Und dank Andrea gibt es Ingwer, Zitrone, Vitamin C und ich glaube den ganzen Knoblauch, den es hier in Prag gibt, habe ich schon weginhaliert. Also Gott sei Dank seid ihr hinter einer Kamera und riecht das nicht. Also nächstes Mal nimmst du Dwayne mit, ja? Wir vermissen dich. Dwayne, nächstes Mal kommst du mit, Mann. Thank you very much. Bye bye. Awesome Jim, I love it. Das nicht vor der Kamera wollen, was soll das sein? Ja, das schneidest du nicht rein. Kommt alles rein, alles. Okay, maybe we take the stairs. Yeah. Ey, sind schön mit dem Fahrstuhl abgehauen. Er hat es aus Versehen gemacht. Also aus Versehen. Ich habe es eigentlich nicht geplant. Ich wollte ihn aber rausschicken, aber... Was sagst du? War gut? Gutes Training, auf jeden Fall. Gerne machen wir das nochmal. Hat mega viel Spaß gemacht, ne? Das Ganze dann nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen gequatscht und so. Und haben es ein bisschen locker angehen lassen. Aber war trotzdem gut, hat Spaß gemacht. Und jetzt geht's zur Halle. Schauen wir uns mal an, wer die Pro-Cards gewinnt und wer sich morgen neben die dicken Jungs stellen darf. Wir sind jetzt hier im Hilton. Ihr seht, schon richtig schön geschmückt hier. Schon richtig weihnachtlich. Pro Qualifier ist schon mitten am Laufen. Hoffentlich sind wir nicht so spät für die dicken Jungs. Ich habe schon auf Instagram gesehen, richtig, richtig gute dabei. Und es wird ein hart umkämpfter Pro Card auf jeden Fall. Aim wartet wie immer schon. Deswegen, let's go! Karriere? Richtig schön, ja, also der Bikini steht mir auf jeden Fall gut.
Brüste muss ich noch was nachhelfen, aber ich glaube, so einen sexy Knackarsch habe ich auf jeden Fall auch schon. Nächstes Jahr seht ihr mich hier, Bikini-Klasse. Vollgas. So, wir sind mit der Gesamtsiegerin. Hat gerade die Pro-Card gewonnen in der Bikini-Klasse. Hat mega gut ausgeschaut, schau euch das an. So, how do you feel right after winning your Pro-Card? Was happens to you if you play your Pro-Card? I can't believe it. I can't believe it. She's very happy. Very, very happy. Awesome. Schau dir mal diese Taille an, Alter. Wie schmal kann eine Taille sein? Your waist is like this, this is crazy. She has a very little waist. Yeah, yeah. Huh? Awesome. Not more muscle, not more shredded. Yeah. But for me, she's very complete. Awesome. Just stage presence, smile a lot, and your makeup looks awesome. You will fit right in with the pros, I think. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you. Welcome. Bye. Hallo Alina. Hallo. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Schade, dass ich keine Medaille bekommen habe, aber... Das war jetzt dein Debüt in der Bikini-Klasse? Genau, vorher Figur, einmal Wellness und jetzt Bikini. Vierter Platz. Wir haben ja damit gerechnet, dass wir auf jeden Fall hier unser Debüt geben. Und Alina hat ja mehr als nur das Finale geschafft. Sie ist auf dem vierten statt auf dem fünften gekommen und alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ne? Und jetzt nächste Woche, in drei Wochen, Wien und dann 100%. Große Worte. Was geht zu verbessern für Wien? Mehr Härte und einfach ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Was es da am Bier zu essen gibt? Steak und Salat. Nee. Bei McDonald's, genau. Mit Riesenportion Pommes. Nee, aber für Vorbild hier auf jeden Fall. Du wirst ja in drei Wochen nochmal starten und ich glaube, da ist perfekt, ja. Und du sagst, du wirst ein Stückchen härter kommen, ja. Da muss man natürlich nochmal ein bisschen anziehen, ja. Vom Kopf her verkraftest du das? Oder bist du so ein Mensch, der das straight durchzieht? Ja, Bock. Ja. Wir haben jetzt in zwei Monaten 9 Kilo gemacht. Okay. Und davor war das alles ein bisschen am Struggeln, mit dem Coach gewechselt. Und dann lief das halt, ne? Sie hat das komplett durchgezogen, mehr oder weniger nicht gejammert. Aber dann ist sie halt auf den Shape gekommen, den sie haben wollte. Bestform bisher. Ne? DBRV war ihr erster Wettkampf, da war sie auch schon mal grob in der Richtung, aber das war auf den weißen Mal eine ganz andere Herde. Und das geht jetzt nochmal zu toppen in Wien. Alles klar? Ja, wie geht's dir? Gut trainiert? Ja, war gut. Ciao, ciao. Habt das Bild heute schon gesehen, der Form von, also die Streifen aus in der Schulter, was ist da los? Also das ist schon crazy, ja. Aber die paar extra Wochen haben dir auf jeden Fall mega gut getan, oder? Ja, oder? Sagst du, ja. Ja, also ich find's super, ja. Ja, warst du im Rap-One-Video auch, ne? Also stabile Form. Ja. Was ist so deine Einschätzung? Was denkst du, wo du morgen stehen wirst? So? Schwer, gell? Ja, schwer. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe glaube gestern schon gesagt, wir sind ja 20 Athleten, ne? Top 10 wäre brutal. Also Top 10 würde ich mich mega freuen. Also über die Top 5, also da will ich gar nicht drüber nachdenken. Das wäre absolut geisteskrank. Ja, ja. Ist ja selber, was am morgen am Start ist. Ja. Mein persönliches Ziel habe ich schon erreicht, muss ich sagen. Ich hatte Formcheck mit Bernie und hast da die Bilder gesehen. Ja. So sah ich noch nie aus, weißt du? Mega, und ja. Er hat auch gesagt, ja, also das ist ein neuer Manuel halt, ne? Mega. Und das ist halt schon geil. Dafür hat sich schon alles gelohnt. Und dann haben wir noch ein bisschen gegessen, geladen oder wie schaut's aus? Wie ist der Plan bis morgen noch? Ja, genau. Also ich habe bis nochmal 20 Uhr eine Mahlzeit, dann nochmal 22 Uhr. Dann sind bis dato dann 900 Gramm Reis drin. Aber wir haben halt so relativ, also fast nur mit Reis geladen, ne? 20 Eigelb hatte ich noch. Aber so viel Ananas oder Bananen oder so haben wir gar nicht gemacht. Ich hatte eine halbe Banane und bisher 100 Gramm Ananas so. Aber du verträgst es gut, hast einen flachen Bauch auf dem... Fotos hast du ja immer so eine Taille, also gefühlt wie so eine Barbie-Puppe. Ja, das ist richtig gut. Ja, wir haben jetzt 2 Liter getrunken bis 12. Ab um 12 hat der Böni noch gesagt, bis zur letzten Mahlzeit noch einen halben Liter. Immer so ein bisschen schluckweise mal zum Trinken, damit es ein bisschen so ankommt. Ja. Und ich muss halt sagen, so entwässerungstechnisch, wir haben überhaupt keine verrückten Sachen gemacht. Ne? Ja, du bist also, ja hart, weil also sonst wirst du halt flach irgendwann, wenn du zu viel machst, dann ist wieder so genau, ein... Genau. Ja, kann man sich auch ins Knie schießen, ne? Deswegen. Ist natürlich so viel gesünder halt, ne? So absolut, ist, ne? Gerade wenn man danach dann was isst oder so. Ja. Empfehle ich Leuten auch immer, wenn die Back-to-Back-Shows haben, also eine Woche drauf gleich, irgendwas chemisch entwässern, ist mies, ja. Also muss man schon richtig, richtig gut... Macht schon was aus. Ja. Ein bisschen muss man schon machen, denke ich. Aber so ganz ohne... Also mit zu viel. Ich habe heute meine Story gepostet, zum Beispiel, was ich finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die meisten immer so falsch machen. Beim Laden, so heute den Tag vom Wettkampf, da liegen ja die meisten eigentlich nur noch rum. Nur noch rumliegen, nur noch essen und so. Und dann wundern die sich, dass sie Krämpfe bekommen und Kreislaufprobleme bekommen und so. Weißt du, wie ich es meine?
Ich habe auf meine Uhr geguckt, ich habe 20.000 Schritte heute. Ja. Ne? Auch wenn meine Muskulatur vom Wettkampf kalt geworden ist, habe ich immer Krämpfe bekommen. Deswegen habe ich immer geschaut, ein bisschen bewegen, einfach genau. Verdauung ist auch im Takt. Ne? Wenn du deinen Körper, du bist jetzt 16 Wochen die ganze Zeit, hast du deinen Rhythmus und plötzlich schmeißt du deinen Körper komplett einmal rum und dann weiß der Körper auch nicht, was abgeht. Ne? Kann gut gehen, kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Deswegen lieber never change your running system. Bin ich auch dafür. Ja. Also, wie ist deine Prognose für morgen? Classic. Boah, Classic. Jetzt haben wir raus. Also natürlich für Urs, glaube ich, wird schwer zu schlagen sein. Ja. Ne? Dann Michael LeBull auch, also der war Sechster bei Olympia. Der ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Wenn ich auch ganz weit vorne sehe, ist den Matthias Holweg, Alexander Westermeier. Ja. Also da sind wir schon mal bei drei Deutschen vorne mit dabei, genau, das ist crazy. Ja, wie du gesagt hast, für dich wäre auf jeden Fall Top 10. Ja. Auf jeden Fall das Ziel, wenn du da reinkommst, super. Ist auf jeden Fall absolut in deinen Karten. Ne? Ja. Kommt dran, wie du dich präsentierst, ob du die Ausstrahlung bringst und so. Ne? Ja. Den Körper dazu hast du. Und sonst muss ich ehrlich sein, da habe ich jetzt viele Leute nicht auf dem Schirm, viele Namen, die ich nicht kannte, aber so ist auf jeden Fall ein extrem starkes Feld. Ja. Ne? Also, der German ist da noch mit dabei, der German Pastor. Der hat glaube ich in Spanien gewonnen, der war auch bei Olympia. Ne? Okay, der wird auch. Das ist natürlich auch. Ja. Also von dem her ganz entspannt. Ich gehe morgen ganz entspannt an dieser ran. Am meisten freue ich mich, wenn morgen früh, also vielleicht so gegen 9 Uhr, dass er an die Tür klopft. Mein Bruder und meine Schwester und meine andere Nichte vor meiner Türe stehen. Schön, ja. Und die ich denn dann mal meine Form zeigen kann, weil die haben mich ja jetzt erst gesehen, wo ich in Seida war, noch ohne Farbe und noch nicht entert und so. Ja. Und wenn die dann alle meinen Skeletor-Pullover tragen und wir dann, wenn ich dann danach von der Bühne komme und die in die Arme schließen kann, ich glaube, es wird ein sehr emotionaler Moment. Und wird geil. Absolut, die Familie ist safe, richtig stolz auf dich. Und wenn die dann schreien und wenn du auf der Bühne bist und du weißt, du hast alles gegeben, du schaust geil aus, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Geil, richtig schön, freue mich richtig für dich. Danke, danke. Sehr gut, wir sind gespannt.
See you tomorrow, people. So, für einen kleinen Snack zwischendurch. Wir haben also die ganze Zeit Hunger. Also auf Essen kommen wir auf jeden Fall nicht. Aber glücklicherweise habe ich uns gedacht, hier leckeren Olympriegel. Lieb's. Mmh. Da ist so Kirsche drin. Oh. Richtig geil. Mhm. Niemals im Leben gedacht, dass ich einen Veggie-Riegel mal genießen würde. Schmeckt wirklich gut. Ja, habe ich auch schon probiert. Kann ich nur bestätigen. Ne? Ja. Haben wir es auf jeden Fall verdient. Nach den Strapazen. Wie ist euer Fazit zum Abend? Also ich fand es krass. Ne? Also es waren nicht viele Athleten, aber die Klassen waren sehr qualitativ, sehr hochwertig. Auch im Gesamtsieg jetzt hat richtig Spaß gemacht. Der Viererathlet, der Fünferathlet, also die waren beide geisteskrank. Der Vierer war schon so stark und so schön, aber der Fünfer war, als hätte er, wäre einfach dreimal so viel. Der wird auch morgen bei den Profis gut einschlagen. Das ist auch eine Sache. Wenn man die Athleten einzeln sieht, manchmal denkst du, boah, der ist richtig brutal. Der ist auch richtig brutal. Aber wenn du die Athleten nebeneinander dann siehst, ganz anderes. Der war auch von einer anderen Welt einfach, wirklich. Der war heftig, der war richtig gut. Ich glaube, der wird morgen auch viele Athleten, ja, ärgern, richtig ärgern. Ich denke auf jeden Fall, er bräuchte ein bisschen mehr Härte, ein bisschen tiefere Beine. Aber die Beine, was ist mit denen los, Alter? Die haben eine eigene Postleitzahl, wie crazy. Ich bin also, ja totaler Beinefetischist und ich liebe so eine Scheiße, die sind aber geisteskrank. Habe ich sowas noch nie gesehen. Ich habe Big Ramy einmal gesehen, aber Big Ramy hatte so diese Beulen in seinen Beinen. Das sah nicht schön aus, bei ihm sieht das. Aber ich finde vom Volumen her, zum Beispiel Big Ramy habe ich ja gesehen, der steht dem nichts nach. Also ja, auch die Brust ist so voll und klar, sein Hals 10 Meter lang, aber alles andere. Der ist so massig, geil. Wird morgen auf jeden Fall Schaden anrichten. Ich habe seine Zimmernummer für ihn. Ja, irgendwo muss ich heute Nacht auch schlafen, Leute. Mach mal keinen Scheiß jetzt. Fabio hat mich rausgeschmissen. Which show is your next show? Talking about yes, Austria in 3 weeks. 3 weeks? Yeah. I think this is your show. I'll be there. Hopefully not the chest, big guys. Your shoulder is your most muscular, crazy shit. Love it. Maybe we'll do same size, but a little bit sharper, harder. Yeah. It will be. And a little bit in the backside. It was a little bit. You could be a little bit drier, but yeah, it was a good shape. And you know, I still have to work on my back. You know, it's my biggest weakness, but I know that since 2015. You know, so. But from last year, I was here. We did make really big progress on my back. So I was really happy from that, and we'll see in Austria in 3 weeks. Awesome. Yes, he's gonna go for it in 3 weeks' time. I know. Hopefully it will be broken. Definitely. Not hopefully. Definitely. Yeah. Definitely. No questions. No way. The next show, the other show, you look better than a lot of profis, you know? I don't want to be amateur in the next year, so I have to make it in Austria. So a lot of time still left, so I already said, you look like a pro, and even at the pro ranks, you don't will look out of place. You will look like a pro if you win in 3 weeks. Yeah. So, thank you. What's gonna be to eat for today? I think some burger, and from tomorrow it will be, you know, chicken and rice, as always. Rice bread. So enjoy your evening, your burger. Thank you so much. Yeah. All the best. Nice to meet. Was sagst du zu dem Pro Cup Gewinner von der Open? Von der offenen Klasse? Kein Kommentar. Brutal. Also heftig, oder? Oh, ich habe so einen Monster noch nie gesehen. Also jetzt ist ein Pro Qualifier. Also Beine? Was sind das für Beine? Also ja, der ist morgen in der Top 5. Ich muss echt sagen, der Vierer, der hat echt Pech gehabt heute, weil der war so ein super guter Athlet hier. Wahnsinn, die Schulter und alles, ne? Jo, seine Most Muscular, Alter, der ist alles vollgepackt und dann stellt er sich daneben und denkst du, dann schaust du gar nicht mehr hin, weil denkst du, wer bist du eigentlich? Ja. Aber ja. Der Vierer und der Fünfer, das waren die zwei besten Athleten überhaupt in der Männerklasse heute. Ich habe schon gesagt, es ist nicht so voll besetzt gewesen, die Klassen, aber Qualität war richtig gut. Hat mir gut gefallen. Also die zwei, der Vierer und der Fünfer quasi, die haben sich total abgesetzt von den ganzen Athleten überhaupt, von den ganzen Männerathleten. Also waren die Top 2 von den ganzen Männerklassen. Ja. Viele andere waren auch sehr gut. Ja. Aber die zwei, die waren da und die anderen waren da, aber auch gut. Der Vierer, der macht nächste Woche oder wann auch immer einen Wettkampf mit, ist er da Profi, auf jeden Fall. Und schaut auch gar nicht schlecht aus bei den Profis, dann sage ich dir. Ja. Das ist auch ein Profi-Format. Weil er hat ja eine Schulterbreite, hat er die riesen Arme, hat er die dicke Schulter, gute Beine.
Rücken war ein bisschen, wo man sagen könnte, könnte noch was drauf. Aber natürlich kann immer irgendwo was drauf. Ja, der braucht noch mehr Fleisch im Rücken, hat man ja gesehen. Der obere Rücken war gut, untere Rücken war ein bisschen wenig. Also wie gesagt, Untergriff rudern und sowas, also unten hat noch gefehlt. Ne? Oben Rücken war gut, aber unten braucht noch mehr Fleisch. Aber das ist also quasi Jammern auf einem hohen Niveau. Ne? Also, aber das ist auch ein Profi-Format, der Vierer. Hat mir Spaß, auf Brokkoli-Feier zu gehen und zieht. Alter, da ist richtig was geboten, richtig Fleisch, richtig. Geil, und du kannst richtig mitfiebern. Geil, ja. Für sowas kommen wir auf den Wettkampf, wirklich, ja. Ist so. Ja, da kann man auch auf jeden Fall für ein paar Tage dann wegfahren, weil ich bin ja auch schon ab Mittwoch weg, dann bis Sonntag, ne? Also ja, genau. Ich komme Sonntag. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. So Erinnerungen und sowas live zu sehen, zum Beispiel. Auch der Vierer oder der Fünfer, ne? Die Muskelqualität zum Beispiel. Du hast gesagt, die Beine waren nicht tief genug, aber für die Größe von den Beinen, die waren tief, ne? Und die da hat ganz dünne Haut gehabt. Am Arsch vielleicht wäre noch was gegangen bei dem Fünfer, ne? Aber ansonsten. Auf den Bildern, das sieht man gar nicht. Ich war vorne mit dem David gesessen, ne? Wir haben gesagt, ey, was ist das? Fuck, was ist das? Das ist nicht von dieser Welt. Ja. Der Nacken ist einfach, der hat auch ein, also so ein Nacken dran, Alter, was egal welche Muskelgruppe du hinschaust, ist crazy einfach, ne? Der Nacken, der sieht aus wie so ein Wrestler, Alter. Also so, ja, wirklich, wie ein Wrestler. Ja. So ein richtiges Vieh, gell? Am Poster hat richtig Spaß gemacht. Ja. Die zwei Jungs, die zwei Dicken, haben noch zusammen so muskulär gemacht und so richtig gute Show gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ins Publikum reingehen und die Show richtig angeheizt hätten. Wäre nochmal geiler gewesen, aber hat auch so richtig Spaß gemacht. Also auch, der Gesamtsieger zum Beispiel, ne? Der hat jetzt bei der Siegerehrung hat gedacht, er wäre Zweiter. Ja, weil es ging um das Klatschen. Für wen klatschen die Leute am meisten? Ersten oder Zweiten? Ne? Und dann haben die gesagt, okay, da hat bei ihm haben die weniger geklatscht. Und er hat gedacht, er ist Zweiter und ist dann nach vorne und also, als ob nichts passierte. Ja, hat gedacht, okay Leute, der weiß gar nicht. Gar nichts. Entweder ist er so professionell, richtig ist er auf jeden Fall, das hat man ja gesehen. Und er ist total sportlich. Er hätte das total weggesteckt. Okay Leute, ich bin Zweiter. Obwohl das niemals gegangen wäre. Niemals. Also Respekt, ne? Also auf jeden Fall professionell alles abgefrühstückt, ja. Genau. Man hat auch gesehen, dass er zum Beispiel so ganz so ein zurückhaltender Mensch ist, also kein Großmaul. Ist da nicht gelaufen wie Rambo, weißt du, ich meine, ganz normal auf die Bühne. Hat jedem danach die Hand gegeben, mindestens zweimal, hat mit also jedem Smalltalk. Schön, Wahnsinn. Ja. Also da kann man sich auf jeden Fall Beispiel nehmen von so einem Athleten. Wirklich abgeräumt und weiß, glaube ich, gar nicht, wie gut er ist. Ne? Und zurückhalten, ne? Ja, also kein Großkurz. Sind wir gespannt nach morgen, ja? Wird eine geile Show. Und wirklich, ich gebe einen Tipp jetzt schon ab, Top 5. Der wird ein paar von den Profis morgen Kopfschmerzen bereiten. Kann gut sein, ja. Ja, ich glaube, Nathan oder sowas kann er nicht schlagen. Ich denke mal auch diesen Horse MD. Aber der hat halt so viel Masse. Ich will es daneben sehen. Ich will da gar keine Prognose abgeben. Aber Top 5 könnte schon gut sein, ja. Top 5 könnte hinkommen, ja. Ja. Also er wird jetzt nicht gewinnen, aber so, sogar fünfter Platz wird gehen. Vielleicht sogar 4, 5, also 5 auf jeden Fall. Ja. Und das bei so einem Line-Up, ne? Also eigentlich eine der besten Shows, die es gerade in der ganzen Saison gab. Ne? Das muss er erstmal schaffen. Morgen, das ist ja Wahnsinn. Also glaube ich, das gab es hier noch nie. Ja. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ihr bestimmt auch, oder? Total, ja. Da sind wir hier. Geil. Jo. Also war auf richtig geiler Tag, hat richtig Spaß gemacht, hat uns natürlich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr solche Projekte unterstützen wollt, entweder ingo.de, am.de, da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Wirklich, danke, dass ihr eingeschaltet habt, genießt die Videos und ja, bis zum nächsten Video. Peace.